Christian Lindner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat unzähliges menschliches Leid verursacht. Er hat die Friedens- und Stabilitätsordnung in Europa und auch die Wirkung des Völkerrechts zerstört. Wir sind in eine neue Phase eingetreten. Es ist eine Zeitenwende, wie der Bundeskanzler neulich an dieser Stelle gesagt hat. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Und deshalb unternehmen wir alles dafür, um der Ukraine zur Seite zu stehen. In der Vergangenheit gab es Zeiten, da wurde die deutsche Geschichte bemüht für Nichtstun. Jetzt wissen wir, aus der deutschen Geschichte ergibt sich eine Verantwortung dafür, dass wir handeln in Deutschland und Europa. Der Angriffskrieg Russland verändert auch die internationale Ordnung, die globale Governance, verändert auch die Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland, wie wir erkennen müssen. Auch die Frage der Bündnis- und Landesverteidigung spielt heute eine größere Rolle, als wir alle wenige Jahre zuvor geglaubt hätten. Es geht nicht um eine Militarisierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber wir müssen erkennen, dass die Bundeswehr nicht in dem Zustand ist, in dem sie sein muss angesichts des veränderten Risikoprofils. Es geht nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, aber um eines. Man muss kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Und deshalb muss die Bundeswehr ertüchtigt werden. Die Bundesregierung reagiert auf die Zeitenwende in vielerlei Hinsicht. Und auch mit dem jetzt hier eingebrachten Sondervermögen Bundeswehr. Auf die Anforderungen des Bundeskanzlers hin habe ich als fachlich zuständiger Minister ein Sondervermögen vorgeschlagen. Die Alternative, etwa Steuern zu erhöhen, würde nicht nur aus ordnungspolitischen Gründen, sondern auch angesichts der makroökonomischen Situation gefährlich sein. Also haben wir uns für den Weg eines Sondervermögens entschieden, um 15 Jahre Vernachlässigung unserer Streitkräfte schnell zu beenden. Es ist eine Kraftanstrengung. Ja, dieses Sondervermögen wird mit Krediten finanziert. Aber in dieser Zeit, in dieser Lage ist es anders nicht möglich, den Realitäten gerecht zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns dazu entschieden, Ihnen vorzuschlagen, in Artikel 87a des Grundgesetzes, also in der Wehrverfassung, dieses Sondervermögen zu verankern. Damit wird auch schon über den Standort in der Verfassung deutlich, welchem Zweck es dient, nämlich der Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und insbesondere zur Stärkung unserer Streitkräfte. Das soll aber niemanden zu der Fehlannahme veranlassen, dass die Bündnisverteidigungsfähigkeit unseres Landes ausschließlich nur durch eine Stärkung der Streitkräfte erfolgen könnte. Diese Bundesregierung fühlt sich nämlich dem Ansatz vernetzter Sicherheit verbunden. So sehr wir auch mit diesem Sondervermögen insbesondere auch die Streitkräfte stärken, wissen wir, dass eine große Priorität auch bei Diplomatie und internationaler Krisenprävention liegen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir führen konstruktive Gespräche mit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich bin dafür dankbar. Manches öffentliches Störgeräusch hat es gelegentlich gegeben. Die tatsächlichen Gespräche finden kollegial und sachorientiert statt. Dafür bin ich dankbar. Und so kenne ich auch die Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion von vielen anderen Gelegenheiten. Eines aber muss ich sagen.
Es handelt sich hier um eine Entscheidung historischen Charakters. Möglicherweise wird man dereinst zurückschauend auf unsere Gegenwart. Diese Richtungsentscheidungen im Zusammenhang mit der vom Bundeskanzler angesprochenen Zeitenwende und die Einrichtung dieses Sondervermögens in einem historischen Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss nennen. Und wenn tatsächlich diese Entscheidung einen solchen Charakter hat, dann mag ich mir nicht vorstellen, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion einer gemeinsamen Einigung nur teilweise zustimmt und nicht komplett und geschlossen. Und ich will schließen, liebe Kolleginnen und Kollegen, einer Bemerkung. Wir sprechen jetzt hier heute um die materielle Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und insbesondere unserer Streitkräfte. Das allein wird aber nicht reichen. Unterziehen wir uns bitte einer kritischen Selbstprüfung. Ein früherer Bundespräsident sprach in Bezug auf unser Verhältnis zu den Streitkräften einmal von freundlichem Desinteresse. Möglicherweise ist das noch zu nett gesagt. Als aktiver Wehrübender und Reserveoffizier habe ich mehr als einmal auf Dienststellen mit Kameradinnen und Kameraden Kontakt gehabt, die nach Dienstschluss gefragt haben, ob sie in Uniform nach Hause fahren sollen oder ob sie Zivilkleidung anlegen sollen, weil sie möglicherweise in der Straßenbahn schief angeschaut oder gar schief angesprochen werden. Das zeigt, es gibt gegenüber unseren Streitkräften und jenen, die unser Land verteidigen, ihm dienen in Uniform, gibt es nicht nur eine materielle Vernachlässigung, sondern auch eine ideelle Vernachlässigung. Und dementsprechend müssen wir nicht nur die Bundeswehr mit Geld und ein Sondervermögen, mit einem Sondervermögen stärken, sondern wir müssen den Soldatinnen und Soldaten auch die Wertschätzung dieser Gesellschaft entgegenbringen. Und der nächste Redner in der Debatte, Alexander Dobrindt, CDU.